Hallo liebe Wassersportler und Funkfreunde. Heute wollen wir uns einmal mit der Fragestellung beschäftigen, wie funktioniert eigentlich Radar? Und was bedeutet es eigentlich? Denn vielleicht haben Sie in den Prüfungsunterlagen, in den Theoriebögen zu Ihrer Funkprüfung schon einmal die Fragestellung gelesen, wofür steht die Abkürzung Radar? Wir fangen mal ganz trocken an der Beantwortung dieser Frage an. Radar ist nämlich im Grunde genommen nur eine Abkürzung. Und Radar steht für Radio, Direction, and Ranging. Wichtig dabei ist, dass Direction die Richtung ist und Ranging die Entfernung. Das Ganze passiert über Radio, sprich Funk. Das heißt, wir wissen schon mal, Radio, Direction and Ranging, das ist die Ermittlung von Richtung und Entfernung über Funk. Wie funktioniert das Ganze nun tatsächlich auf See? Ich habe hier mal so ein paar schöne Magnete, kommen die auch mal zum Einsatz. Und hier male ich uns unser Schiff von oben an. Das wird jetzt wieder künstlerisch wertvoll, wenn Sie schon ein paar Videos von mir gesehen haben, dann wissen Sie, ich kann nicht zeichnen. Ja, und auf diesem Schiff, da befindet sich unsere Radarantenne. Radarantennen kennen Sie vermutlich, haben Sie schon mal gesehen, habt ihr schon mal gesehen, manchmal sieze ich, manchmal duze ich, das hat nichts Besonderes auf sich. Radarantennen sieht man häufig auf Schiffen. Sind so längliche Teile, die sich jeweils so drehen. Und das ist auch relativ wichtig für uns, dass die sich drehen, denn sonst könnten wir nicht die Richtung bestimmen, sondern nur die Entfernung. Wir fangen mal ganz einfach an. Das ist unsere Radarantenne und die dreht sich im Augenblick noch nicht auf dem Schiff, sondern die zeigt genau 0 Grad nach vorne. Jetzt haben wir hier ein Hindernis oder ein anderes Schiff. Und was macht Radar erstmal? Wir gehen jetzt erstmal nur von der Entfernungsmessung aus. Radar sendet ein Signal aus. Das Signal trifft dann irgendwann das Ziel oder das Hindernis. Von da aus reflektiert es zurück, ähnlich wie ein Lichtstrahl das auf einem Reflektor tut. Wandert zurück an die Antenne. Und die Zeit, das Signal von der Antenne, von der Aussendung bis zum Empfang der Reflexion braucht, wird von diesem Gerät, von der Radarantenne oder dem Radargerät gemessen. Und weil sich diese Radarstrahlen immer mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegen, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit, wie das, oder nahezu Lichtgeschwindigkeit, wie das alle Funkstrahlen tun, kann ich daraus also messen, wenn ich das jetzt mal übertreibe, ich zähle. 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4, 5, 6, zugegeben, das wäre ein sehr langsamer Radarstrahl. Und das Ganze wieder zurück, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sekunden. Dann kann ich wissen, wenn ich weiß, wie schnell bewegt sich so ein Radarstrahl, dann kann ich darüber ermitteln, durch diese Laufzeitmessung, wie weit ist das Signal gekommen und wie weit ist es wieder zurückgekommen. Die Hälfte dieser Zeit ist dann die Hälfte dieser Strecke ist dann die gemessene Entfernung bis zu diesem Hindernis. Das ist also eine Laufzeitmessung, die da durchgeführt wird. Und somit lässt sich natürlich die Entfernung bestimmen. Warum dreht sich diese Antenne? Diese Antenne dreht sich, damit wir nicht nur die Richtung bestimmen können, nicht nur die Entfernung bestimmen können, sondern auch die Richtung. Denn in der nächsten Sekunde hat sich diese Antenne schon nach hierhin gedreht und macht das Ganze nochmal mit einem
mit einem Hindernis, was sich hier befindet. Es sendet also das Signal aus. Das Signal kommt zurück. Diese Zeit wird gemessen. Das hat jetzt 3 Sekunden gedauert oder 6 Sekunden gedauert als Beispiel. Und das System weiß, okay, bei einer Geschwindigkeit von Lichtgeschwindigkeit, 6 Sekunden sind so und so viel 1000 Kilometer. Das ist jetzt natürlich völlig übertrieben mit den Sekunden, aber ich hoffe, das Prinzip wird klar. Das Ganze macht das System dann natürlich auch nochmal, wenn es nach hier hinten steht und ermittelt es, dann ermittelt es, dass das nächste Hindernis sich hinter uns befindet. Oder natürlich auch, wenn das irgendwann die Antenne das Signal nach hier hin absendet, ermittelt das System, dass sich dieses Gerät hier befindet. Wir sehen also, wir haben hier bestimmte Gradzahlen, die das System ermittelt. Als Beispiel, ja, 270, keine Ahnung, 300 Grad als Beispiel. Und das macht es natürlich noch viel granularer, als ich das hier mache, sondern es macht mindestens wahrscheinlich 360 verschiedene Peilungen pro Umdrehung der Radarantenne. Und es kann somit über die Laufzeitmessung die Entfernung bestimmen und über die jeweilige Antennenlage die Richtung eines Objekts. Also, wie funktioniert Radar? Radio misst die Richtung über eine Peilung und es misst die Entfernung über eine Laufzeitmessung des Radarsignals vom Aussenden bis hin zurück zum Empfang der Reflexion. So funktioniert Radar. Eigentlich ganz einfach. Lustiger Seiteneffekt oder unnützes Wissen. Sonar heißt im Grunde genommen das Gleiche. Sie kennen das von U-Booten aus U-Boot-Filmen. Da wird ein sogenannter Ping ausgesendet, der dann durch das Wasser wabert und an einem feindlichen U-Boot reflektiert und zurückkommt. Auch das ist eine Laufzeitmessung. Sonar ist quasi diese Reichweitenerkennung und Messung oder eben auch Richtungsmessung bei bestimmten Systemen. Diesmal nicht über Funk, also Radio, sondern über Geräusche, sprich Sound. Radar, Radio, Directing and Ranging. Wenn es Themen gibt, die wir als nächste besprechen sollen, bitte schreibt die in die Kommentare. Wenn es Fragen hierzu gibt oder Anmerkungen, schreibt die in die Kommentare. Und ansonsten abonniert bitte unseren YouTube-Kanal. Viel Spaß, schönen Tag noch, viel Spaß beim Lernen und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.